kann noch mal was versuchen, aber ich glaube, das geht nicht. Hier rein. Und da kommen wir definitiv nicht durch, ne? Aber das ist jetzt echt ärgerlich. Die ganze Brücke ist weg. Ja, das tut mir leid, dann kommen wir da leider nicht mehr hin. Da wären auch bestimmt einige Sachen gewesen, die es sich hätte zu untersuchen gelohnt. Ja gut, dann ist das halt so. Ich weiß, da liegen Sachen. War klar. Ja, super. Ja, ja, ja. Puh. Kann ich von hier aus irgendwas treffen? Außer dem Fass da oben. Nicht so wirklich. Gucken wir mal hoch. Drehst du dich? Da steht einer. Hi, Oscar. Kommt noch mehr? Ich lock euch mal an. Ist da unten was los? Nee. Da oben, da ist einer mit Pfeil und Bogen. Ach Mensch. So, weg ist er. Oh, da ist auch einer. Okay. Hab dich gesehen. Bin schneller. Oh, da unten ist auch einer. Läuft ganz gut. Abgesehen davon, dass ich echt ein paar vergessen habe. Ein paar Stationen, die wir hätten mitnehmen können. Wir rennen mal hier lang. Oh. Oha. Er nur wieder. Shit happens. Wir müssen den ganz schnell werfen, glaube ich. Au! Shit! Heiert aus! Aber wisst ihr was? Das auch. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn dann können wir das nochmal neu laden und ich kann doch nochmal den Bereich erforschen, den wir eben ausgelassen haben. Von daher passt mir das eigentlich ganz gut. Ich hätte nämlich doch schon ganz gern die Gegend da untersucht, weil da sind bestimmt noch einige Kisten gewesen und vielleicht auch sogar ein paar Schätze, die uns jetzt entgangen sind. Und die hätte ich ganz gern. Dann laden wir das doch nochmal. Es gab ja nicht eine Schreibmaschine bis dahin. Ja, dann müssen wir das halt alles nochmal wegdrücken. Macht ja nichts. Wir haben ja die Cutscenes alle gesehen. Und ja, dann wollen wir mal das gleiche nochmal probieren. Ja, wissen wir alles. Danke. Kapitel 5. Ja, ist doch gut. So. Hallo, Mike. Probe beschaffen. So. Ja, auch die Karte haben wir bereits gesehen. Also nochmal. So, Händler. Got a selection. What are you selling? Dann wieder den Verkauf. Achso, beide. Und den. Und den Koffer. Thank you. Gut. Versuchen wir es ruhig mal eben mit der Pistole. Machen den da kalt. So, dann kommt ja gleich der Honk.
Den nehmen wir mal erstmal mit einer Granate unter Beschuss, weil da gleich der Schildtyp noch daneben steht. So, Heini, für dich. Dann ist der dahinter gleich weg, denke ich mal. Und wir versuchen es uns mal wieder mit der Armbrust. Ist cool. Hat nicht geklappt, geil. Mütze ist schon mal weg. Oh shit! Fuck! Ja, es ist nicht so ganz einfach, den Kopf zu treffen mit dieser Armbrust. Das Gute ist, die brauche ich gar nicht nachladen. Das macht immer automatisch. So, schnappen wir uns nochmal den Inhalt dieses Fasses. Wieder TMP-Munition. Und hier war noch eine Granate drin versteckt. Genau. Und dann gehen wir nochmal hier hoch. Wir schießen den einen hinterrücks. Hallo. Das ist ja doch gerade noch gereicht. So, das. Und Armbrustpfeile waren hier noch. Und da war noch ein Seidenkristall, ne? Genau. Ach nee, ein blaues Auge. So war das. Da hat die Ada sich mal ein blaues Auge eingefangen. Mann, Mann, Mann. So, schnappen wir uns jetzt den hier. Vielleicht aber auch den. Gehen wir ein bisschen auf Distanz. Okay, so war es jetzt nicht geplant. So geht's natürlich auch. Auch wenn das ein bisschen kompliziert war. So kann man natürlich mit Sniper auch kämpfen. Auf Nahkampf. Hey du. Das war doch mal ein exzellenter Schuss. Kann man so sagen. Jetzt rennen wir wieder durch wie vorhin. Würde ich mal vermuten. Danke fürs Dynamit. Schnell die Leiter hoch. Achso, weil innerhalb einer... Genau, das meinte ich eigentlich. Innerhalb einer Klettersequenz und so können wir nicht verletzt werden. Das ist mal ganz cool. Oh, komm, auf das Fass ist auch besser. So. Ey, da kommt noch einer. Scheiße. Ganz schnell mal einen Schuss aus der Schrotflinte. Hat uns gerettet. So, jetzt machen wir den Rest mit der Pistole, wollte ich sagen. Haben wir keine Munition für. Nehmen wir die TMP. So. Schnell runter. Wir rennen jetzt mal nicht darüber. Sondern wir gehen erstmal hier gucken. Können wir hier noch... Ach, da können wir gar nicht lang. Da können wir auch nicht lang. Nee. Also haben wir letztes Mal gar nichts verpasst. Na toll. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Na gut. Dann nehmen wir uns das hier alles mit. Und hier können wir auch nicht runterspringen oder so, ne? Sieht für mich so aus, als könnte man da lang. Mit Leon Warm war da ja auch. Aber gut, dann ist das halt so. Dann kommt jetzt hier diese... Ja, Kampfarena, kann man fast sagen. Okay, machen wir das so. Das rüsten wir eben aus. Nachladen. Okay, let's fetz. Schon klar. Schönes grünes Kraut. So. Okay, noch einer. Bam! Drei. Ach ja, das ist ja blöd, dass wir keine Pistolenmunition haben. Die könnte man jetzt natürlich gut gebrauchen, so. Finde ich. So, den weg. Der weg. Okay. Erstmal eine Blendgranate. Dann ist der eine weg und der abgelenkt. Und solange der taumelt, können wir den ja sogar treten, ne? Das können wir ja auch mal ausnutzen. Bam! Siehste. Alles einsammeln.
Ups. Dich habe ich nicht gesehen, Junge. So, dann... Ja. Halt! Moment, ich sehe gerade was. Wir haben doch noch ein paar Patronen. 10 Stück. Okay, jetzt wird's kritisch. Jetzt nehmen wir, jetzt nehmen wir lieber doch unsere Schrotflinte. Okay. Bam. Abstand gewinnen. Ach man, ich wollte eine Granate schmeißen, aber das ist gerade ein bisschen... Kritisch. So. So, jetzt könnte man eine werfen. Wenn da noch welche kommen. Ach, lohnt sich gar nicht. Doch, jetzt hätte es sich gelohnt. Scheiße! Komm her. Bam! So, das müssen wir einsammeln. Du bist weg. Du auch. Ey! Penner. Ärgerlich. Haben wir noch ein normales Kraut? Haben wir. Aber wir können auch die hier nehmen. Genau, dann gibt es ein bisschen mehr Spielraum für unsere Energieleiste. So, nachladen mal eben. Oh, das ist ganz cool, dass da ein Fass steht, Leute. Fällt mir. Vielleicht stehen wir hier ganz gut geschützt, würde ich sagen. Versuchen wir den mal von hier aus auszuknipsen. Der Plan ist aufgegangen. Hier kommt auch gerade keiner hinter mir her. Ach, Penner. Jetzt kannst du eh nicht mehr viel tun. Deine Tentakel treffen dich von da bestimmt nicht. Mich, nicht dich. Weg. Wie sieht es da unten aus? Müssen dann ja auch welche stehen. Im Moment steht da keine, hä? Gucken wir mal. Was ist denn hier los? Oh! Die habe ich doch letztes Mal gar nicht mitgenommen. Dann schnappen wir uns den noch. Dann können wir das noch mitnehmen. Und da unten im Zelt, da hockt auch eine. Eigentlich. Ich sehe den gerade von hier nicht. Da muss aber einer sein. Da ist auch eine. Keule. Der ist weg. Irgendwo da unten steht noch einer. Eigentlich. Nehmen wir mal die Pistole. Da müsste noch einer sein da unten. So. Mit Dynamit eigentlich. Der ist nicht mehr da. Schon gekillt oder was? Anscheinend. Okay. Kräuter haben wir auch einige. Gehen wir wieder hoch. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Schalter da oben betätigen. Also eigentlich schlage ich mich ja gar nicht so schlecht hier, finde ich. Muss ich ja mal so sagen. Nur, dass halt gleich wieder diese komischen, ja, wie heißen die Dicken eigentlich? JJ heißen die, ne? Ich glaube, ja, der offizielle Name. Diese JJs gleich noch kommen mit der Gatling Gun. Und die sind natürlich ein bisschen tricky immer. Vor allem, wenn der da mitten auf offenem Feld auf uns zukommt. Ist natürlich ein bisschen... Ja, müssen wir gleich mal gucken, wie wir das am besten machen. Lief ja eben nicht so toll. Muss man mal so sagen. Okay, Schalter betätigen. Ich hätte auch nichts gegen eine Schreibmaschine, muss ich auch mal so sagen. Also, das ist schon so, dass da ein bisschen mit gespart wurde. Gerade hier.